Heute machen wir es professional. Heute arbeiten wir mit Excel-Tabellen. Also, mich hat letztens jemand darauf angesprochen, und zwar der gute Icy hat mich gefragt, was man für sein Geld kaufen sollte. Und ich hatte dabei die Idee, dass wir doch uns mal hinsetzen können und ein Video zusammenbasteln, in dem wir alle Tierstufen durchgehen für Sim-Racing-Hardware. Ohne Rig. Wir reden jetzt wirklich nur Lenkrad, Wheelbase, Pedale. Mehr nicht. Und dann vielleicht noch eine Kategorie, wo wir sagen, okay, wir machen noch eine Handbremse mit rein und einen Shifter. Ne? Und das machen wir jetzt mal. Und ich würde gerne mal mit euch zusammen die Tierstufen festlegen. Weil für mich persönlich gibt es zwei. Anfang und Ende. Ich denke aber, dass aufgrund der Tatsache, dass einige von euch da draußen zwischendurch ein paar andere Budgets haben, mit denen sie an diese Thematik rangehen, könnten wir das vielleicht nochmal unterteilen. Also was wäre denn beispielsweise euer Vorschlag für Stufen, in denen wir uns bewegen? Und das wäre cool, wenn ihr mir da mal Zahlen geben könntet. Was sind denn so eure Vorstellungen? 1K, 2K, 3K, Open End. 500.000, 1.500. Also Ende ist Open End. 500, 2K, 5K. 500k, 2k, 5k klingt eigentlich nach einer sehr schönen Tierstufe. 500 ist ein schöner Anfang. Nennen wir das mal einfach jetzt Tier 1. 500 Euro. 1500 ist eigentlich ganz schön. Machen wir mal Tier 2, 1500. Tier 3 machen wir mal 3000 Euro. Und dann machen wir noch ein Tier, Tier 4. Und die nennen wir, wenn Geld keine Rolle mehr spielt. So. Also ich denke, 4 Tierstufen sind in Ordnung. So, und jetzt machen wir mal hier Wheelbase, Wheel und Pedale. So, mehr brauchen wir ja nicht. Wir haben eine Wheelbase, wir wollen für 500 Euro eine Wheelbase, Pedale und ein Lenkrad haben. Nochmal zum Deklarieren, wir machen jetzt keine eBay-Kleinanzeigen-Geschichten oder irgendwo gebraucht kaufen. Wir gehen jetzt wirklich davon aus, wir würden das neu kaufen. Okay, also ihr habt immer da draußen alle die Möglichkeit, günstiger einzukaufen und gebraucht irgendwo bei eBay nochmal reinzusnacken. Bei der Tierstufe 500, würde ich jetzt mal ganz salopp einfach mal zu Alternate gehen und mal kackendreist Thrustmaster eingeben. Mal gucken, was wir bei Alternate kriegen. Bei Alternate würden wir aktuell einen T300 Ferrari Integrale bekommen. Das kostet 379. T300 RS wäre sogar noch besser. Die ist es für 397 drin. Gibt es noch irgendwo Lotzell-Pedale dazu? Gibt es einen Thrustmaster-Bundle, wo die Lotzellen mit dabei sind, ist die Frage. Wir werden natürlich auch gleich nochmal mit Amazon gegenvergleichen, logischerweise. Ich gucke jetzt erstmal nur bei Alternate am Anfang. So, also wenn wir jetzt mal hier gucken, das ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg. Hier, T300 RS GT Edition. Da bist du bei 397 Euro. Jetzt nochmal kurz für die Menschen da draußen. Also warum jetzt beispielsweise kein Logitech? Ein T300 ist vom Force Feedback her nicht mit Zahnrädern. Das Logitech würde ich euch von abraten, weil da eine super alte Technologie drin ist. Also G29 und wie sie nicht alle heißen, G920. Ihr müsst euch vorstellen, dass da drinne, da sind Zahnräder drinne, die ineinander greifen und euch so Force Feedback geben. Was super unangenehm ist, weil das Zahnräder nutzen sich nach einer Weile ab und die rattern wie Sau und das ist auch nicht wirklich sehr, sehr schön. An der Stelle würde man jetzt zu einem T300 greifen. Wir gucken aber gleich nochmal weiter. Das ist nur der Einstieg, weil Fanatec beispielsweise hat auch aktuell ein Bundle, was sehr, sehr gut ist vom Preis her. Da müssen wir kurz mal reingucken, weil die greifen da sehr an im Low-Budget-Bereich. Da würde man sogar einen Direct-Drive kriegen. Aber hier an der Stelle, warum jetzt erstmal Thrustmaster? Weil Thrustmaster über sehr, sehr lange Jahre ein sehr guter Einstieg war, weil du hast dort drinnen keine Zahnräder, sondern Riemen. Und durch diese Riemen hast du ein angenehmeres Force-Feedback. Also behalten wir jetzt mal im Kopf, wir nehmen mal die T300 RS und da wäre ja das Ganze schon mit drinne an der Stelle. Ja, das würde 397 kosten. Und die Lotzell-Pedalen 192, dann wären wir bei 497, das heißt, wir wären 100 Euro drüber.
Jetzt ist halt die Frage, ob wir irgendwo ein Bundle finden von Thrustmaster, wo die Low-Cell-Pedale mit drin wäre. Weil Low-Cell wäre für den Anfang auch gar nicht so verkehrt, weil da geht es nicht um einen Sensor. Wenn wir jetzt beispielsweise diese Pedale mit diesen Pedalen vergleichen, dann haben wir hier drinnen einen Hallsensor und der sorgt nur dafür, dass du den Weg merkst. Ne? Also der merkt nur, was für einen Weg du hast. Bei einer Low-Cell, um euch den Unterschied da zu erklären, bei einer Low-Cell geht es darum, wie viel Druck du aufwendest. Und es ist einfacher, einen Druck zu bremsen, weil dein Fuß sich das leichter merken kann oder dein Bein sich das leichter merken kann, als ein Weg. Und deswegen schaut man, dass man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, eine Low-Cell-Pedale bekommt, dass du von Anfang an lernst, mit Druck zu bremsen, als mit Weg. Gucken wir jetzt mal ganz kurz bei Fanatec rein. Fanatec. Ich denke, darüber müssen wir, ich glaube, bin ich ganz ehrlich, müssen wir nicht drüber reden, in welche Kategorie wir reingehen, weil 399 Euro, Moment, ich rutsche mal unten in die Ecke. Ich denke, das wird der absolute Gewinner sein für 399,95 €. Weil, wenn ich die Möglichkeit hätte, selbst wenn es von Fanatec ist und ich kein Fanatec-Fan bin, muss ich an der Stelle trotzdem sagen, für 399 € Direct Wheel, also eine Direct Drive zu kriegen, ist eine absolute Konkurrenz und da würde ich davon absehen, Thrustmaster zu kaufen. So, aber wir müssen mal ganz kurz hier reingucken, ob wir die Möglichkeit haben, dort eine Low-Cell mit reinzubauen. Hier sind Low-Cell-Pedale, die würden aber 199 kosten. Was wäre denn, wenn wir die mal einfach in den Warenkorb packen? Dann verliere ich wahrscheinlich den Bundlepreis, korrekt? Bei wie viel Geld würde ich denn da rauskommen? Weil wir wollen ja gucken, dass wir eine Low-Cell kriegen, weil hier ist keine Low-Cell drin. Hier wäre wieder ein Hallsensor. Bei was landen wir denn jetzt? 600, siehst du, dann sprengen wir nämlich wieder den Rahmen. Da würden wir den Rahmen sprengen. Dann nehmen wir mal einfach die jetzt hier rein. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das ab... Hier gibt's, aha, guck mal, hier gibt's noch ein Zubehörteil. Da gucken wir mal. Dann sind wir bei 399 €. Ah ja, guck mal hier. Hier ist Clutch, hier ist ein Tuning-Kit, Low-Cell-Kit. Das kostet 139. 139, sind wir auch wieder bei knapp über 500 €. Gut, aber also ich sag mal so, wenn wir in die Tierstufe reingehen, ist dieses Bundle voraussichtlich unschlagbar. Wir gucken gleich nochmal bei Simmagic rein und wir gucken gleich nochmal bei Moser rein. Dann sind wir bei 519 €. Wir machen das jetzt hier mal, wir nennen das hier mal Bundles. Und dann nehmen wir hier Fanatec Bundle und das Fanatec Bundle wäre jetzt hier einmal für... 519 € und wenn wir das jetzt nehmen, sind wir bei 399 €. 399 € CSL DD. Fanatec Bundle Low-Cell. Ich denke, da werden wir fast nicht besser bei wegkommen. Und ich denke, auch in Einzelteile würden wir nicht besser bei wegkommen. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zu Alternate. Die sind Official Moser Reseller, Moser, und da geben wir mal R5 ein. Bei einem R5 wären wir bei 549 € mit Pedale und Lenkrad. Das Bundle hatte ich ja hier. Das ist aber auch keine Low-Cell-Pedale. Und würde über, also in der Theorie würde das auch den Rahmen sprengen. Ich würde es aber trotzdem nochmal mit anführen. Einfach, um Optionen zu bieten. Moser R5 Bundle. 549 €. Ich nehme jetzt übrigens Alternate aus, ihr wisst schon warum, Gründen. Also ihr könnt natürlich auch gerne woanders gucken. Ich nehme jetzt aber Alternate aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich bei Alternate sehr gerne einkaufe. Wie ihr natürlich alle wisst, nicht wahr? Da wären wir bei 549 €. Also ich denke mal, der beste Banger wird für 399 € die CSL-DD sein. Weil selbst Thrustmaster ist in dem Moment teurer. Und das kriegst du nicht geschlagen. Hier geht es nicht um Rig oder sonstiges dergleichen. Hier geht es wirklich nur rein um die Hardware, ne? Aber hier würde man sich auch eine Tischklemme für 30 € extra kaufen können. Man hätte sie natürlich auch mit reinpacken können übrigens in das Bundle. Nur mal so als Idee. Ist ja so eine Wheelbase für einen Tisch. Wäre cool gewesen, wenn es drin gewesen wäre. Ich denke, damit können wir die Stufe 1 abschließen. Und selbst wenn wir unter 500 € gehen, ich glaube, da wird es dann wirklich langsam schwierig, weil da bewegen wir uns dann wirklich so in dem Thrustmaster-Bereich. Da bist du dann aber unter einen T300 und davon würde ich persönlich abraten, aufgrund der Tatsache, dass da die Wheels nicht wechselbar sind.
so ungern ich das sage, aber für 399 Euro CSLDD ist einfach das Ding to go aktuell. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir denn für 1500 Euro? Es gibt noch eine R16-Bundle aktuell. Und das R16-Bundle wäre bei 1399. Und dann hätten wir noch 200 Euro übrig für Pedale. Das ist zu wenig. Gut, wir gehen mal kurz studieren, was eine R9 kostet. Eine R9 kostet 469 Euro. Die Lotzell-Pedale 500. Da können wir aber einige Bundles zusammenbasteln, du. Scheiß die Tür zu. Lass mal kurz ein R9-Bundle zusammenbauen. Von Moser. Wir können ja mehrere Optionen zusammenbasteln. Also, Moser R9 sind 469 Euro. Die Lotzell-Pedale, also die wirklich guten Pedale, sind die Moser CRP. Da sind wir bei 529 Euro. Und dann nehmen wir das KS-Wheel, weil das ist nämlich wirklich ein Banger. Was das kostet aktuell? 309. Da sind wir bei 1300 Euro. Kriegen wir für 1500 Euro mehr Bums in die Wheelbase? Wir kriegen das auch noch mit einer R12 hin. Wir machen einfach mal noch einen Bundle auf. Wir machen unsere eigenen Bundles auf. Und dann nehmen wir hier mal Moser R12. Und das kostet 649 Euro. Da sind wir bei 1487 Euro. Mit zwei unterschiedlichen Moser-Bundles. Finde ich erstmal grundsätzlich sehr stabil. Aber wir sind noch nicht fertig. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hier kurz gucken. La Prima müsste eigentlich da reinpassen. La Prima sind wir bei 1300 Euro. Das wäre eigentlich schon ziemlich gut. Ich wiederhole das gerne nochmal für euch da draußen. Wir bauen hier keine Tischklemmen oder Rigs oder sonstiges dazu. Wir gucken nur nach Hardware. Alles andere spielt keine Geige. Wird rausgerechnet. Das ist eine ganz andere Thematik. Das ist so ein Video, das gibt es schon bei YouTube, da könnt ihr nachgucken. Hier geht es nur um Eingabegeräte. Mehr nicht. Asitec La Prima Bundle. Also da brauche ich mir auch gar keinen Kopf machen, dass das, das kann ich euch wirklich fast bedenkenlos erklären. Oh, ja. Also ich bin La Prima gefahren auf der Sim Racing Expo. Und meine einzigen Bedenken waren das Lenkrad und das Lenkrad haben sie gefixt. So, dann bist du hier bei 1300 Euro. Jetzt aber die Frage, kriegen wir für 1500 Euro noch was unter? Okay, wir rechnen mal, wir machen mal noch ein Bundle auf. Und zwar gehen wir mal mit VRS-Pedale, einfach nur für zur Sicherheit. 549, Wheelbases, VRS, 899, nee, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Ist gleich die Summe von dem. Da sind wir bei 1800. Da würden wir drüber hinausschießen. Das nennen wir mal das Tier 2 Plus. Weil das ist wirklich so ein Bundle hier, wenn man die 300 Kronen noch extra hat, wäre schon ziemlich fett. Was kriegen wir denn für 1200 Euro, 1500 Euro rein? Wenn wir eine VHS Wheelbase haben für 899, bleiben uns übrig. Aber das wäre ja hier auch schon wieder Tier 2 Plus. Weil wir sind ja 150 Euro drüber. Weil was anderes würde mir jetzt wirklich nicht einfallen. Weil, wie gesagt, ich habe die Nuo-Pedale habe ich nicht ausprobiert. Die habe ich nicht an der Hände gehabt. Oder an der Füße. Das kommt erst noch. Simmagic könnten wir gucken. Die Simmagic kostete 600 und ein paar zerquetschte. Aber Simmagic bin ich auch noch nie gefahren. Weswegen ich also nicht sage, dass es schlechte Produkte sind. Ich aber Schwierigkeiten hätte, sie hier aufzuführen. Da wird es wahrscheinlich Menschen in die Kommentare geben, die dann bestimmt was, die da bestimmt was zu sagen können, die schon mal die Erfahrung damit gemacht haben. So, 3000 Euro ist eigentlich relativ simpel. Da gibt es nicht viel zu sagen. Simo Cube 2 Pro. Bäm. Fertig. Ah, seht. Obwohl. Oh, das wird eng. Oh. Asetec. Invicta. Alter, das kriegen wir nicht mal hin für 3000. Lol, ich dachte gerade so, ja, easy, gar kein Problem. Yeah, Pustekuchen. Obwohl, nee, doch, das wird doch kein Pustekuchen. Weil wir rechnen ja ohne Klatsch. Also rechnen wir mal, wir wollen mal die getrennten. Da rechnen wir mal, das kriegen wir doch hin. 949. Eine Simocube gehen wir mal hier rein. Wir wollen eine Pro 1400. Das Ding ist einfach so unglaublich preisstabil. Ich küsse dich, Simon Cube. 1400
20:00. So, was haben wir denn theoretisch jetzt noch übrig? 2:03. Da können wir beim Wheel können wir ja komplett ausrasten. Also da könntest du jetzt mit dem Pulse mal rangehen für 359 und dann hast du immer noch Geld gespart. Theoretisch. Also hier, glaube ich, sollten wir mal Wheel-Optionen aufstellen. Sagen wir mal das Asher F28. Das kommt, also da habe ich bis jetzt nur Gutes gehört. Du könntest mit dem Evil Racing gehen. Davon habe ich bis jetzt auch nur Gutes gehört. Evil Racing. Man könnte einen F-Core nehmen von Cube. So, jetzt könnte man natürlich auch sagen, wir machen das Invicta S-Bundle. Jetzt machen wir noch ein Bundle. Jetzt machen wir VRS-Bundle. Wie viel haben wir denn hier als Zwischensumme? 500? Der Zero 1400, der Magadark kannst ja. Das ist ja Lenkradbudget, der Magadark. Also da können wir jetzt tausende Sachen auflisten hier. Also das wären wirklich so Dinge, wo ich sage, da würde ich reingehen. Das kann ich euch bedenkenlos für das Geld empfehlen. VRS-Pedale, Azitec-Pedale, Simucube Wheelbase, Azitec Wheelbase. Jetzt könnte man noch ein Moser-Bundle bauen. Um das hier mit anzufühlen, da könnte man diese beiden Sachen nehmen. Und dann bist du bei 1700. Hier würdest du sogar noch mehr sparen. Hättest du noch Geld nach oben. Und das würde ich für 1300. Also für 3000 Euro hat man schon echt viele Optionen. Und es ist eine Menge Geld. Und das möchte ich hier extra nochmal festhalten. Das ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Und darüber müssen wir nicht diskutieren, dass das viel ist. Hier geht es nur darum, Empfehlung etc. pp. Dann haben wir in dem Tierbereich alles abgedeckelt. Von 1000, also wir haben jetzt 500, 1500 und 3000. Und das sind noch nicht mal alle Optionen, ne? Also nochmal, ich möchte hier extra nochmal deklarieren, bevor jetzt der ein oder andere da draußen im Internet sich das ansieht, also bei YouTube. Es gibt mehr Optionen. Simmagic ist beispielsweise noch drin mit Wheelbases, BJ Steel mit Pedalen. Also es gibt noch wirklich ganz, ganz viele andere Optionen, was Pedale angeht und Wheelbases. Ich bin sie aber nie gefahren und ich habe sie niemals ausprobiert, weswegen ich sie hier nicht aufführe. Das bedeutet nicht, dass die Produkte schlecht sind. Ich habe sie nur noch nie angefasst. Alle Produkte, die man jetzt hier sehen kann, habe ich entweder A, schon mal in meiner Hand gehabt oder B, ich durfte damit schon mal fahren. Und deswegen sind die hier in der Liste. Falls du da draußen jetzt noch etwas hinzufügen möchtest in irgendeiner Tierstufe oder uns ein Produkt empfehlen möchtest, wo du sagst, jo, das ist richtig geil, dann schreibt das doch einfach unten in die Kommentare und dann können wir damit arbeiten. Ansonsten ist das hier meine Tierliste, die du dann auch in der Videobeschreibung findest und dann kannst du dich daran ein bisschen umhangeln.